Du kannst mir mal schreiben, was du am besten fandst an dem Spiel und was du am schlechtesten fandst. Das würde mich interessieren. On my own, but I'm never alone. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich freue mich, dass du da bist beim Sattelclub heute. Die Hauptaufgabe oder die Hauptgeschichte habe ich schon fertig gespielt in der letzten Folge. Das heißt, es bleibt mir jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen die Nebenaufgaben zu machen. Und da sammle ich jetzt gerade die Quizdinger hier ein. Oh, wenn ich da hier... Ja, Tobi, ist gut. Wenn ich das Ding hier kriege... Schön schaut's aus. Tobi, wenn du jetzt noch vorwärts läufst. Ja, vielen Dank. So, fehlen nur noch 7. Tobi muss auch schon wieder versorgt werden, wie immer, ne? Tobi, es muss immer versorgt werden. Ach, das ist ja hier schon... Ah, komm schon. Ich kann die Kamera halt nicht drehen. So, jetzt aber. Ja, sehr gut. Braver Tobi. Jetzt muss da vorne noch was sein. Die sammle ich ein bisschen. Und... Ah, obala. So, und dann wird nächste Woche natürlich ein neues Spiel starten, weil Sattelclub ja jetzt dann zu Ende ist. Kommt dann was Neues. Obala. Was, das siehst du dann? Ich lade den neuen Uploadplan natürlich so schnell es geht hoch. Vielleicht ist er schon da. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich hatte, das schon fertig zu machen. Ja, ich freue mich auf alle Fälle sehr. Wie gesagt, ich fand das Spiel jetzt echt ganz süß. Ich fand die Grafik von dem Spiel auch eigentlich ganz niedlich. Es ist halt knallebunt und knuffig und es passt eigentlich irgendwie so ein bisschen zu mir, oder? Da oben ist noch ein Buch, das sammle ich mal ein. Ach, komme ich von der Seite gar nicht hin, glaube ich. Was ist hier noch? Komme ich da hin? Oh, Tobi will den Berg nicht hoch. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Welt nicht so frei ist, ne? Also du kannst nicht wirklich dahin reiten, wo du wirklich hinreiten möchtest. Aber ja gut, so ist das dann. Ja, siehst du, da komme ich nämlich dann gar nicht hoch. Nee, da muss ich umdrehen. Das nützt mir nichts. Da drüben muss noch irgendwo ein Buch sein. Mal gucken. Und Tobi ist schon wieder eine lahme Krücke. Oh Gott, Tobi. Ach komm schon, ich muss doch da irgendwie hoch. Also das meine ich, ne? Du kannst hier nicht hochreiten, wo du gerne hoch möchtest. Das funktioniert halt nicht. Es gibt vorgegebene Wege. Das ist aber ja in ganz vielen Spielen so, ne? Also das ist jetzt ja nichts, was hier jetzt irgendwie super schlecht wäre oder so. Sondern es ist halt einfach so. Das Einzige, was ich wirklich tatsächlich... ich muss mal absitzen, damit ich Tobi versorgen kann. So, das Einzige, was ich wirklich finde, ist dass das Versorgen von dem Pferd, oder? Mann, alle Nase lang. Hier, Tobi, nimm einen Apfel. Stell dir mal vor, du müsstest das bei jedem Spiel machen, wenn du da irgendwelche Tiere hast, dass du die so extrem versorgen müsstest. Das ist ja wirklich... Also meine Folgen sind ja immer nur knapp eine Viertelstunde, ne? So um den Dreh ungefähr. Und... in der Viertelstunde muss ich das Pferd im Normalfall 2-mal versorgen. Das ist schon hart, ey. Muss ich zugeben. So. Vor allen Dingen, weil man da auch gar nicht so... Ich meine, ich ziehe das nur darüber, ne? Das Ganze ist ja auch nicht wie bei Mein Gestüt oder so. Dass das irgendwie interaktiv wäre. Das ist ja nicht. Zack. Und so. So, jetzt mal gucken, dass ich hier die anderen noch kriege, die anderen Sachen. Ich weiß schon natürlich, dass der umso schneller schmutzig wird, umso schneller ich reite, ne? Aber wenn ich langsam reite, dann komme ich auch irgendwie nicht an. Ja, ist nicht so wild. So, jetzt reite ich da vorne noch auf den Hügel des Buch einsammeln, denke ich mal. Das ist hier. Oh, na komm schon. Da kann er nicht um die Kurve, der Tobi. Er will nicht, dann andersrum. Komm schon, Tobi. Und einen Schritt vor. Tobi. Ja, sehr gut. Also das ist auch die Steuerung. Ist tatsächlich etwas, was ein bisschen hakelig so insgesamt bei dem Spiel lief. Das ist halt auch so. Mein Gott, weißt du, die Welt geht davon nicht unter, denke ich immer. Aber ist halt so. Ich musste oft Tobi fragen, was denn schon wieder bei ihm los ist. Da ist noch ein Buch. Guck mal. Sehr gut. Und jetzt fehlen nur noch 3 Stück. Das sollte ich doch wohl noch finden. Hier ist ein Zucker. Ich suche aber ein Buch. Da. Da
langsamer, Tobi. Naja, stehen bleiben ist nicht, das ist dann zu langsam. Sehr schön. Jetzt noch zwei. Ja, an dem Gebüsch vorbei. Kannst du dich da vorbeischummeln, Tobi? Kriegst du das hin? Jetzt muss da drüben auf der anderen Seite noch irgendwo. Mal gucken, ob ich da... Nee, da komme ich nicht. Da muss ich hier springen. So, ah, da drüben. Ich sehe es schon. Da oben glitzert es schon. Ich bin mal gespannt, was für Quizantworten, ob ich dann auch mal noch erfahre, was das für Quizantworten sind. Jetzt hier drüben über die Brücke und dann müsste das da auf der Karte sein, glaube ich. Das ist nämlich eine der Nebenaufgaben. Ich finde es ganz schön, dass es hier auch so ein paar Nebenaufgaben gibt. Das finde ich echt ganz nett. Das mag ich immer ganz gern, wenn man dann so nebenbei ein bisschen was machen kann. So, ich habe sie alle gesammelt. So, na gut. Nebenaktivität. Dann reite ich da jetzt mal noch hin, ne? Das sind aber, glaube ich, nur die... Weißt du, wo du so Dressur und Springen und Gelände machen kannst. Ich glaube, das ist das. Ich glaube... Also Pferde züchten könnte man ja theoretisch auch, dass man dann da ganz viele Fohlen hat. Also Wildpferde einfangen, Pferde züchten, aber... Ja, ne? Also könnte man theoretisch. Die Klamotten könnte man noch anschauen. Das möchte ich noch gerne machen. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen freigespielt. Da möchte ich natürlich schon gucken. Ja, genau. Guck mal, das ist das hier. Das mache ich auch mal noch, oder? Komm her. Zack. Mittlerer Level. Juhu, mal gucken. Dressur. Auf geht's. Wir schaffen es, Tobi. Wir schaffen es. Zack. Das finde ich ist zum Beispiel super, super schön gemacht in dem Spiel. Oh, auch wenn ich hier jetzt... Auch wenn ich hier jetzt versemmelt habe. Das finde ich, haben sie echt cool gemacht. Gerade den Dressurparcours. Finde ich, ist echt toll geworden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, sehr schön. Und... Oh, langsam. Ich wollte schon wieder hier volle Karacho oder lang reiten. Das muss ja gar nicht sein. Ne, das war jetzt nicht so toll anscheinend. Okay. Macht nichts, ist nicht schlimm. Auf geht's, okay. Also das gefällt mir wirklich. Das ist wirklich schön gemacht. Die Idee gefällt mir einfach auch. Wie man hier Dressur dann machen kann. Und ja, also finde ich gut. Sehr schön. Mir gefällt es eh, dass ich hier auch, wenn ich Lust habe, auf den Springplatz gehen kann oder Rennen reiten kann. Das heißt, die haben hier so ein bisschen Abwechslung drin. Das finde ich auch gut. Das gefällt mir halt auch, ne? Das finde ich echt schön. So... Das mit dem Wilderer, da hätte ich mir, das Ganze hätte man auch spannender machen können, oder? Mit so einem Wilderer auf jeden Fall, denke ich mal. Da, also das hätte man eine richtig spannende Geschichte draus machen können. Das war jetzt leider ein bisschen lasch. Dann hätten sie lieber, also es war ja jetzt hier Pine Hollow braucht dringend irgendwie Geld und der Wilderer, hätten sie lieber eine Geschichte länger gemacht, statt zwei so kleine, also finde ich jedenfalls. Du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie du das findest, ne? Und würde mich auf alle Fälle sehr interessieren. Ja, ja, langsam, ich weiß schon. Okay, naja. Ey, für einen Experten reicht es halt nicht mehr, aber macht nichts, ist nicht so schlimm. Du kannst mir mal schreiben, was du am besten fandst an dem Spiel und was du am schlechtesten fandst. Das würde mich interessieren. Was hat dir am meisten Spaß gemacht beim Zuschauen oder auch wenn du selber gespielt hast vielleicht, ne? Wenn du das selber schon... Oh, voilà. Na, Tobi, lauf doch weiter. Tobi... Schreibt mir das mal in die Kommentare, was war das Beste an diesem Spiel und was war das Schlechteste. Das Beste fand ich tatsächlich, finde ich, das Dressurding. Das macht mir am meisten Spaß. Und das Schlechteste war das ewige Versorgen des Pferdes. Das hat mich am meisten genervt. So. Sehr schön. Speichert die Daten.
Da wären jetzt halt noch ein paar Sachen, die man da machen könnte, aber ich möchte jetzt lieber erst noch die Kleidung angucken, natürlich, die ich freigespielt habe, denn das wiederholt sich ja jetzt dann auch alles. Das sind ja auch nur die Nebenaufgaben, deswegen lasse ich das mal und guck lieber, was es hier jetzt noch gibt, was ich hier so freigespielt habe. Schau mal, das fehlt mir noch für das Züchten von Fohlen. Ach, da fehlen mir noch einige Sachen, schau. Ach, der ist ja schön, der Sattel. Der gefällt mir ja. Der ist hübsch. Den nehme ich. Dann zurück. Mal gucken bei den Satteldecken. Für das Einfangen von Wildpferden. Also wenn man mehr Wildpferde einfängt, dann würde man das bekommen. Das fehlt mir auch noch für die Pflege von Fohlen. Guck mal, das ist aber... Die passt eigentlich auch. Guck mal, ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich freispielen möchte, wo mir die Fähigkeiten einfach noch fehlen. Mal, da gibt es auch eine blaue. Das ist ja hübsch. Dann nehme ich aber lieber, glaube ich, trotzdem die schwarze Decke. So. Und jetzt gucke ich natürlich auch noch, was für Kleidung es so gibt für mich, ne? Da habe ich ja bestimmt auch das ein oder andere noch freigespielt, denke ich mal. Mal gucken, ob es da irgendwie... zack. Ja, hier sind halt die Helme und noch mehr Helme. Schade, ich hätte mir gewünscht, ein Cowboy-Hut oder so wäre ganz cool gewesen, ne? Oder nicht? Also, für das Einfangen von Wildpferden. Das hätte mir eigentlich ganz gut gefallen. Dann T-Shirts. Das ist auch hübsch, ja. Guck mal, da gibt es auf alle Fälle einige Klamotten. Das mit den Klamotten finde ich auch, ist auch eine schöne, ist schön. Also das gefällt mir. Das haben sie auch schön gemacht, auf jeden Fall. Guck mal, jetzt gucke ich mal noch nach Hosen. Obwohl die Hose hier, die gefällt mir schon. So, muss ich zugeben. Das ist die, oh, die ist auch ganz gut. Ich wollte gerade sagen, das ist die, aber das ist die gar nicht. Das ist diese hier, die ich anhabe. Ja, gefallen mir beide ganz gut. Da gibt es dann halt in Grün und in Pink und so. Aber ja, das ist schon okay. Und jetzt mal gucken. Guck mal, hier ist Klamotten. Da ist das Quiz. Da gucke ich jetzt einfach mal. Kann ich hier ein Quiz machen? Ich kann da leider nicht. Ich kann nur auf dem Weg laufen. Ich bin kein Rasenlatscher, deswegen geht das nicht. Was ist hier denn? Das habe ich auch noch nicht gemacht. Am Quiz teilnehmen oder das Buch der Antworten. Am Quiz teilnehmen. Beantworte 10 Fragen richtig, dann bekommst du eine 1+ für deinen Test. Wenn du die Antwort nicht weißt, schau unter diesem Symbol nach. Wenn du das tust, wirst du keine Möglichkeit... Okay, mal gucken. Bist du bereit? Ich habe keine Ahnung. Wie lange dauert es, bis ein Fohlen nach der Geburt aufsteht und läuft? 1 bis 2 Stunden. Nächste. Appaloosa-Pferde sind bekannt für ihre Farbe mit goldenem Deckhaar und weißem Langhaar, ihr besonders aggressives Verhalten, ihr bevorzugtes Fellmuster mit Tupfen. Nächste Frage. Ein Palomino hat eine Farbe mit schwarzem Deckhaar und weißem Langhaar, eine Farbe mit weißem Deckhaar und weißem Langhaar, eine Farbe mit goldenem Deckhaar und weißem Langhaar. Das... Eine Stute ist ein ausgewachsenes weibliches Pferd. Okay. Wie heißt Zorros Pferd? Das weiß ich nicht. Lightning? Thunder? Tornado? Oh Gott. Nächste. Lady Wonder war bekannt für... Das kenne ich überhaupt nicht. Was ist denn das? 2 Schweife? Ah, ich habe keine Ahnung. Vollblüter sind bekannt für ihren Einsatz als Rennpferde, bei der Polizei ihre Kraft, ihr Gesangstalent. Die einzig noch lebende echte Pferdewildart ist der Mustang, das Pritze-Walski-Pferd. Das gibt es, glaube ich, auch. Ich sag der Mustang. Das ist das dann nämlich bestimmt, ne? Glaube ich. Ja, okay. Ein Hengst ist ein ausgewachsenes männliches Pferd. Falabella-Pferde sind bekannt als die langsamsten, die kleinsten, die schnellsten, die größten. Eine der kleinsten. 70 Punkte, eine 2. Versuch's nochmal. Übung macht den Meister. Okay, kommen dann nochmal dieselben Fragen jetzt dann. Dann ist es das hier nämlich. Ein Palomino hat goldenes Deckhaar, weißes Langhaar.
Wie lange dauert es, bis ein Fohlen nächstes? Appaloosa-Pferde sind tupfig. Vollblüter sind Rennpferde ganz oft. Wie viele Beine hat ein Sleipnir? 4? Oh, komm schon. Falabella sind bekannt als kleine Pferde. Lady Wonder, ich sag jetzt Fliegen, ist auch falsch. Ich kenne die gar nicht. Kennst du die? Ein Gummistriegel braucht man zum Auskämmen von Schlamm. So. Eine Stute ist ein weibliches Pferd. Jetzt habe ich immer noch 2 falsch, ne? Eine 2 plus aber immerhin dieses Mal. Ach, Manno. Ach, was ist das denn? Wem gehörte das? Das ist Don Quixote gewesen. Rosinante. Eine Stute ist immer noch ein weibliches Pferd. Falabella sind kleine Pferde. Wie lange dauert es 1 bis 2? Ich will das doch jetzt hier vernünftig machen. Das sind die hier. Vollblüter, Rennpferde. Komm schon, 4 gute Fragen noch. Eine Stalldecke wird gebraucht zum Reinigen der Pferde und Stallputzen. Pferd abtrocknen. Eine Wurzelbürste braucht man zum Pferdezähne, Hufe, Mähne und Schweifbürsten. Nein, Hufe abbürsten. Hufe. Oh, komm schon. Ein Hengst ist ein männliches Pferd. Wie hieß Zorros Pferd? Weiß nicht. Thunder? Ich weiß es nicht. Na gut, ich lasse das mal weg. Das steht wahrscheinlich hier in den Antworten drin, ne? Vermute ich mal. Also kann man noch ein Quiz machen und das war es eigentlich auch schon mit dem Spiel. Und auch wenn diese Folge ist jetzt etwas länger geworden, aber das Spiel ist somit beendet. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du mich beim nächsten Projekt auch wieder begleiten magst, das dann ab nächster Woche startet. Guck mal, wie schön. Guck mal, wie schön die sind. Oh, nett. Echt super hübsch. Super hübsch hier. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.